Hallo Luis. Wo du? Autohausgleich. Ja, ich spreche mal kurz mit dem Witzker. Kommst du runter? Oder, also ich komme sonst gleich zum Casino. Ja, ich bin gerade schon unterwegs. Okay. Mahlzeit. Na Mensch. Hey Witzker. Ja. Flo Blair, sagt Ihnen das was? Leider Gottes ja. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal irgendwie Ihre Erfahrung damit hören, denn der liegt mir seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, liegt er mir in den Ohren und ist ein Typ, der irgendwie gefühlt alle 2 Wochen ein anderes absolutes Traumauto hat und jetzt zu mir kommt und mir SMS schreibt, ja, Butters und hier und du bist ja gut mit dem Autohaus und ihr macht da ja auch Geschäfte gemeinsam mit den Casino-Verlosungen und kannst du da nicht für mich ein gutes Wort einlegen und keine Ahnung, bitte, und mein Traumauto ist das und das und die vom Autohaus, die sind ja alle so böse zu mir und dann haben die mir auch noch meine Gabel weggenommen und was ist da Phase? Also ich hätte den Blair jetzt tatsächlich einfach zum Autohaus geschickt. Woran hapert es da? Oh, da hapert es an einer ganzen Menge. Als ich noch nicht hier gearbeitet habe, habe ich das auch schon mitbekommen, weil er da sehr viel mit dem Herrn Barber zu tun hatte. In dem Sinne, dass er einfach immer auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, das ist mein Traumauto und kannst du nicht und würde ich gerne und mach doch mal was. So, also von vornherein hat er sich irgendwie auf ein Podium gesetzt, dass er irgendwelche Sonderrechte bekommen sollte und er kennt doch alle Leute und der ist doch cool. So, und das ging bei mir leider Gottes weiter. Ich glaube, ich habe mit diesem Menschen noch nie auch nur ein einziges vernünftiges Gespräch geführt, das angefangen hat mit einem Hallo, wie geht's dir? Es ging immer, hi, na, ich habe da übrigens mal eine Frage. Ach so, keine Angst, geht nicht um Autos und es ging um Autos. Ich habe ihn mittlerweile blockiert. Der kann mich nicht mehr anrufen, keine SMS mehr schreiben, weil sobald ich aus dem Haus gehe, habe ich einen Anruf. Wenn das Autohaus dich blockiert. Also, Wie gut. Bin irgendwie an so einem Moment angelangt, also, wo es mir ziemlich... Fun Fact, der Witzker, das hat er bei mir auch schon gemacht. Also, sag mal, Louis, hast du vielleicht eine Sekunde Zeit? Ich habe keine Autos. Ja, geht sich nicht um Autos. Ja, okay, dann komm, lass auf Seite gehen. Du, hör mal, der Porsche. Ja. Nee, und dann waren das den ganzen Papieren, rief er mitten am Tag an. Wir hatten, glaube ich, noch 5 Tage, bis wir das nächste Mal geöffnet haben und dann halt Papiere gemacht hätten. Und er ruft mich an, ob ich mal eben Papiere machen kann. Er ist irgendwie was Besonderes. Ich wusste bis vor 3 Monaten nicht mal, wie der mit Nachnamen heißt. Oh, wenn man so einen kleinen Garage verkauft hat, wird das loskriegen. Honda S2000, 2 RS7. Die pinke Hölle rechts und die beiden... Das Draht runter. Die Tür war übrigens offen. Also. Ach so. Ich bin nicht gewohnt, durch das Fenster zu gucken. Nimm mal zu. Was ist das? Oh, Feuer. Was ist das? Oh Gott, lass das nicht Flavia sehen. Honda S2000. Ach du Scheiße. Warum? Das ist eine lange und peinliche Geschichte. Aber er steht jetzt hier und der wird verkauft. Louis, wir haben einen Termin. Was hast du gesagt? Wir haben einen Termin. Warte. Nochmal. Wir haben einen Termin. Wir haben einen Termin! Ich komm einfach mal zu dir, ja? Was? Ich komm einfach mal zu dir! Ich hab keine Lust auf ein Bier! Was hast du denn jetzt mit dem Tier? Nein! Wieso denn um 4? Ja, weil... Warum der? Hä? Bier? Ich komm jetzt mal zu dir. So, was wolltest du? Wir kommen doch hier rüber! Darf der wissen, dass sie den blockiert haben? Natürlich, ist mir doch egal. Das macht die Sache sogar noch ein bisschen lustiger. Das heißt, ich werde mich einfach mal später mit ihm treffen und werde mit dem darüber reden und werde ihm seine Situation klar machen. Ja, wenn er nicht mehr auftaucht, wäre auch nicht schlimm. Alles eine Frage des Preises, Herr Witzker. Herr Witzker! Ach, was? Sie können mir aber auch immer Ihre Nummer zustecken, bitte. Haben Sie die noch nicht? Nö, kriegen Sie meine. So, ich wünsche Ihnen einen angenehmen und erfolgreichen Abend. Dankeschön, ebenfalls. Dann machen Sie es gut, ne? Tschö.
Hier unten stehen halt gleich wieder 200 Leute, ne? Ich sag's euch. Wir stehen gleich 150 bis 200 Leute unten. Kannst du bitte gegenüber parken? Das ist die Selbstmordstraße hier. Das ist die Selbstmordstraße. Wenn du hier über die Straße gehst, besteht die 80%ige Gefahr, dass du befahren wirst. Okay. Jetzt hast du nämlich nur noch eine 10%ige Chance, überfahren zu werden, und ich null. Hey, Luis. Hm? Du musst dich da glaubhaft drin verarzten lassen. Das krieg ich hin. Du auch? Nee, ich glaube, nur du ist besser, dann kann ich gucken, falls die vorher irgendwie... Du kriegst das auch hin. Warum? Bist du dumm? Ja, jetzt kriegst du das auch hin. Ah, warum zwirb... Ja, jetzt kannst du... Ja! Ah! Das wollte ich schon immer noch machen. Weil du mir gerade vom Kopf geballert hast. Ja, aber... Ach, mein... Ich wollte Bausch... Ich bin zu schmal simulieren. Für sowas. Mann! Eieiei. Das werde ich dir nicht verzeihen. Jetzt brauche ich ein Kühlpack. Bitte? Das sieht scheiße aus. Ich sag den Jungs, sie sollen mir dein Kühlpack rausholen. Es gibt den einen oder anderen Arzt, der mich hier bestimmt nicht behandeln wird. Jackson, geh mir da drin mal bitte ein Kühlpack besorgen. Abend. Ich muss mir auch eins holen. Wer sind Sie eigentlich? Ja, genau Sie. Ich? Ich bin Fiora. Ach, was? Ja. Fiora, weiter. Watkins. Seit wann arbeitest du denn im Casino? Seit einer Woche. Ah, ja. Mindestens. Mhm. Woher kennt ihr euch? Das darf ich dir nicht sagen. Weil dann machen wir wieder eine Intervention. Nicht von der Meeting Point, oder? Nee, die haben wir kennengelernt von unserem Wenn ich du wäre. Am Meeting Point. Am Meeting Point. Ich war gestern an der Meeting Point. Ich brauchte einen Dulli. War auf Dulli-Suche an der Meeting Point. Kommt mir eine Frau entgegen, sagt, Herr Butters, sie habe ich hier ja gar nicht erwartet. Also ich meine, von Luis kennt man das ja, dass sie hier rumhängt, aber sie hätte ich hier nicht erwartet. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Achso, ja, übrigens, hab mir dann einen Dulli gesucht, weil ich will doch immer noch den Wipperfürz an den Kragen. Die Wipperfürz haben so ein After-Knast-Bewährungshilfe, ich will mein Leben verbessern Programm. Rate, wen ich als Dulli gefunden habe. Ein sehr altbekanntes Gesicht mit Elfenohren. Anton. Markus. Markus. Markus? Markus Horn. Markus? Ist augenscheinlich wieder da. Hallo, ist für dich fürs Protokoll. Die Geiselnahme war für die hauptsächlich eher nebensächlich. Die hat es eher gestört, dass nebendran auf dem Parkplatz der Babakopter steht. Ach so. Hallo, Jule. Wunderschön. Wobei? Ich soll mich um Menschen im Anzug kümmern. Ja. Guck mal, mein Gesicht. Bin unglücklich gefallen. Ich hätte... Wie kommen Sie? So positiv? Ich sehe das nicht drin, ist rechts. Ich würde gleich die U3 nehmen, komm. Rechts. Holt Entschuldigung, Leitstelle. Weißt du, Jule, ich kann das nicht für mich behalten. Weißt du, einer meiner besten Freunde, der hat mir einfach ins Gesicht gehauen. Guck dir mein Auge an. Luis, ich hab dich geschlagen, weil du mich geschlagen hast. Nein, du hast mich ohne Grund geschlagen. Das stimmt gar nicht. Lüg jetzt nicht. Warte. José, da unten rennt die Fox. Schnapp die mal bitte schnell. Lilanes T-Shirt. Gerade die Straße runter. Hat auf einmal die Beine in die Hand genommen, als meine Jungs sich in Bewegung gesetzt haben. Ja, ist klar. Perfekt. War so ein kleines Missverständnis zwischen uns beiden. Gut. Der Sammer braucht auch nur ein kleines Kühlpack. Ja, ein kleines Kühlpack würde reichen, damit ich irgendwas drauflegen kann. Damit. Ja, ich sehe halt aus. Das, ja. Ich könnte dir direkt wieder eine reinhauen, ne? Du hast mich aus dem Nichts geschlagen. Vertragt euch, ansonsten gibt's wirklich Hausarrest. Du hast mich aus dem Nichts. Du hast mich angeguckt und auf einmal. Ja, weil du mich vorher geschlagen hast. Was glaubst du denn passiert, wenn ich einen schlage? Ja, du hast nicht damit gerechnet, dass einer zurückschlägt, den du geschlagen hast? Dennis. Also. Taxi! Ich hol erstmal die Kühlpacks, ihr tragt das aus. Ich bin gleich wieder da. Ist nett. Vielleicht Gewalt ist keine Lösung oder so. Mhm. Und macht euch gegenseitig nicht kaputt. Dankeschön. Danke für die Hilfe.
Du bist doch völlig bekloppt. Ich weiß. Luis. Ich habe auch nur meinen Teil bezahlt. Bist du... Was? Das ist jetzt peinlich, ich habe tatsächlich kein Geld dabei. Bist du mit einem eigenen Auto hier? Nein. Okay, bei mir kannst du nicht mitfahren. Warum? Weil ich den Platz brauche. Luis, vertrau mir, das geht tatsächlich nicht! Luis, ich meine das ernst. Oh. Warum? Ja, wegen der Sache. Die stehen doch da mit 73 Autos. Nee, eben nicht. Es hat keiner geschafft, außer einer. Rate wer. Wer denn? Ja. Sag denen, dass die hier dich abholen sollen. So, absteigen, rein in das Auto. Kein Waffnet, hat kein Handy, kein Tablet mehr. Super. Frau Volks, was hatten Sie denn so eilig auf einmal? Ich wollte einfach nur ein Auto holen und umfahren gehen. Luis? Wo du? Gleich Casino. Okay. Dann sag ich den Jungs Bescheid. Ja, machen wir so. Okay, bis gleich. Hinten rein. Jo. Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten, Frau Fox. Okay. Können Sie denken, warum? Nein, eigentlich nicht. Klär mir gleich. Okay. Witzi. Hallo. Wunderschön. So, hallo. Ich mache das Ganze so kurz und knapp wie irgendwie möglich. Frau Fox, Sie haben ganz klare Ansagen bekommen, als Sie uns damals verlassen haben. Und Sie wissen genauso gut wie jeder andere hier, dass dass wir Sie haben gehen lassen, eine Ausnahme gewesen ist. Sie wissen, dass andere Leute vor Ihnen den Laden hier nicht so leicht wieder verlassen haben und gehen konnten. Das haben Sie schon mitgekriegt, oder nicht? Das Problem ist, ich hatte eine OP und die letzten 4 Monate sind, nicht mehr existent. Jetzt fängt das schon wieder an. Und genau dieses Scheißgelaber kann ich nicht mehr hören. Es ist mir scheißegal, woran Sie sich erinnern können und woran nicht. Am Ende des Tages ist das, und ich versuche es so nett wie möglich, ist mir das scheißegal, aber bekomme ich den Eindruck, dass Sie sich in meine Angelegenheiten einmischen. Sich in die Angelegenheiten meiner Leute einmischen oder ihre Nase irgendwo reinstecken, was irgendwie im entferntesten Sinne mit mir oder dem Casino zu tun hat, dann werde ich sie töten. Ich würde nie meine Nase in irgendwelche Angelegenheiten vom Casino reinstecken. Natürlich nicht. Wo hätte ich meine Nase reingesteckt? Denken Sie an meine Worte und vergessen Sie meine Scheißworte nicht. Ansonsten kann MJ Ihnen die aber immer und immer wieder sagen. Ein letztes Mal. Halten Sie sich aus unseren verfickten Angelegenheiten raus. Denn andere Leute haben nicht die Chance, die Sie hier haben. Ich hab's verstanden. War das deutlich? Ansonsten passiert das. Viel Spaß mit dem Tinnitus. MJ. Der Nächste trifft. Ich hätte das hier nicht gemacht. Für dich nochmal. Du weißt, dass du der einzige fucking Grund bist, dass deine Alte am Leben ist. Ich weiß. Ich hab dir das damals schon gesagt. Und ich weiß, es ist eine unangenehme Situation, wenn einer vor dir steht und sagt, Alter, ich will deine Alte umbringen. Aber du bist der einzige verfickte Grund, dass die noch am Leben ist. Und sollte die in irgendeinem Spleen auf die Idee kommen, das mit Dax irgendwem zu erzählen, brauche ich dir nicht erzählen, was passiert. Wenn sie das selbst sagen würde, dann würde ich sie ja ganz alleine hier schon herbringen. Weil 31er mag ich auch nicht. MJ, das ist wirklich das 77. Mal, dass wir jetzt hier stehen mit dieser Frau. Ich weiß. Ich hab die Schnauze voll und ich hätte schon längst abgedrückt. Ich mach's gerade nicht wegen Wein. Normalerweise spielen wir nicht so lange da. Das war das letzte Gespräch in die Richtung. Bring die bitte eine raus oder bring bitte MJ und Fox einmal raus mit dem Auto. Ja, natürlich. Boah. Also, wenn da nach der Ansage noch was kommt, dann, also... Das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich jetzt angesprochen hätte, dass wir uns lächerlich machen mittlerweile.